Zu lenken. Das ist ja was am Hals! So also sieht es aus, wenn die Hagener Jugendfeuerwehr zum Einsatz kommt. Beim Feuerwehraktionstag 2012 in Hagen auf dem Friedrich-Ebert-Platz konnten die jungen Menschen einmal allen zeigen, was in ihnen steckt. Aber nicht nur Feuerwehr können, steht auf dem Terminplan bei der Jugendfeuerwehr. Auf dem Feuerwehraktionstag 2012 gab es auch eine eindrucksvolle Übung der Jugendfeuerwehr. Bei uns ist jetzt der Chef der Hagener Feuerwehr, der Heinz Jäger, und weiterhin auch der Christian Sommer, den wir ja schon in einem anderen Interview erlebt haben. Wie steht es im Moment um die Jugendfeuerwehr? Ja, um die Jugendfeuerwehr steht es sehr gut. Wir haben also momentan sogar Wartelisten, weil wir ganz einfach alle Kinder nicht aufnehmen können. Wir haben derzeit 75 Kinder bei der Jugendfeuerwehr, davon sind 8 Mädchen auch dabei, was uns auch natürlich sehr freut. Wir hoffen ganz einfach, dass wir zukünftig auch weiterhin Kinder werben können für unseren Einsatz, für die Feuerwehr. Nämlich wir suchen nach wie vor bei der freiwilligen Feuerwehr, das heißt also bei den aktiven Mitgliedern, da suchen wir für die Löschgruppen, suchen wir Nachwuchs, und wir hoffen ganz einfach, dass wir eben halt aus dem Bereich der Jugendfeuerwehr, dass wir dann doch einige Kinder finden werden, die dann letztendlich mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr in die Löschgruppen eintreten und dort eben halt aktiv eben halt ihren Dienst versehen. Das ist jetzt das wichtige Stichwort. Jetzt kommen wir wieder zum Christian Sommer vom Stadtfeuerwehrverband. Nämlich der Nachwuchs ist ja ein ganz schweres Thema im Moment bei allen Organisationen. Wir haben auch hier bei der Feuerwehr schon darüber berichtet. Wie steht es im Moment um die Nachwuchsfrage? Wir also von Seiten des Verbandes mit der Feuerwehr Hagen zusammen sind natürlich an Nummer 1 damit bestrebt, Nachwuchs für die freiwillige Feuerwehr zu werben. Und natürlich auch in der Jugendfeuerwehr, wie das der Leiter der Feuerwehr schon gesagt hat. Und deshalb ziehen wir auch die Jugendfeuerwehr bei solchen Aktionen wie heute mit ein, dass sie sich auch präsentieren können. Sie sollen natürlich auf den Einsatz vorbereitet werden. Die Jugendfeuerwehr fährt ja keine Einsätze, aber sie machen alles das im Übungsdienst, was die Großen auch schon machen. Und da sollen sie auch die Gelegenheit haben, dies der Hagener Bevölkerung unter Beweis zu stellen. Das war gerade sehr eindrucksvoll. Wir haben ja gesehen, dass also drei C-Rohrleitungen aufgebaut wurden in einer ziemlich schnellen Geschwindigkeit dann eben auch. Aber nicht nur das Feuerwehrüben steht ja im Vordergrund, das haben Sie gerade auch bekräftigt, Herr Jäger. Was wird da noch so gemacht in der Jugendfeuerwehr? Also wenn die Kinder sich treffen, die üben also nicht nur eben halt mit dem Equipment der Feuerwehr umzugehen, sondern die Kinder machen auch wirklich, wir machen aktive Jugendarbeit, da sind wir auch sehr stolz drauf. Selbstverständlich gehört dazu, dass die Kinder Spiele machen, also Gesellschaftsspiele machen. Die Kinder basteln viel, die Kinder besuchen andere Jugendfeuerwehren. Die Kinder besuchen Schwimmbäder. Ich habe es gerade auch schon erwähnt, vor einigen Tagen waren Kinder im Moviepark. Aber was eben halt auch ganz wichtig ist, auch das gehört eben halt zur Jugendarbeit, auch das gehört zur Jugendfeuerwehr, dass wir eben halt auch die Kinder eben halt demokratisch erziehen wollen. Ja. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen mit einer Angst jetzt hier brechen. Wir haben gerade gesagt, es gibt Wartelisten, aber es lohnt sich durchaus, sein Kind bei Interesse hier anzumelden. Oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir sind im Grunde genommen wie jeder andere Sportverein auch. Es gibt immer ganz natürlich eine gewisse Fluktuation. Die Kinder sind begeistert, kommen zu uns oder wie in einem anderen Sportverein auch und sehen, ach ja, das ist vielleicht doch nicht so ganz mein Ding. Was hinzukommt, was uns natürlich heutzutage auch die Sache nicht einfacher macht, dass die Kinder, ich sag's mal, in einem schulischen Bereich eben halt auch sehr beansprucht werden. Das kann ich auch eben halt, ich bin selber Vater eines Sohnes. Die Kinder sind natürlich gerade im schulischen Bereich dermaßen auch beansprucht, dass sie im Grunde genommen nur noch wenig Zeit auch zur Verfügung haben. Und von daher muss man ganz einfach gucken, wie wir die Kinder eben halt auch dort einbringen können bei uns, sodass eben halt
ja, das ausgewogenes Verhältnis steht. Einerseits müssen sie lernen, einerseits sind sie bei uns noch tätig oder vielleicht in einem anderen Sportverein tätig. Und da kann es auch natürlich sein, dass das ein oder andere Kind auch mal sagt, Mensch, ich glaube, ich komme mit meiner Zeit nicht mehr zurecht. Aber im Grunde genommen, Sie haben es angesprochen, es gibt Wartelisten. Wir sehen das momentan recht positiv. Also es liegen genug Bewerbungen vor, sodass, falls wirklich mal ein Kind ausfällt aus den unterschiedlichsten Gründen, dass wir dann auch sofort eben halt Nachrückelisten haben. Jetzt sollte man noch mal feststellen, in welchem Alter sollten Eltern ihre Kinder hier bewerben oder zumindest anmelden? Ja, also mit ab 11 Jahren können die Kinder also in der Jugendfeuerwehr aufgenommen werden und gehen ungefähr mit 17, 17,5, wenn sie in die Freiwillige Feuerwehr übergehen möchten, was also der Großteil auch tut, werden sie also in den Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr vorgestellt, in die Arbeit eingeführt, somit, wenn sie das 18. Lebensjahr erreichen, dann also auch aktiv in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr überstellt werden können.